Fleisch und Wurst. Hallo in der Wursterei. Ich zeige euch heute in einem Video, wie ich einen Leberkäse mache. Und für den Leberkäse braucht man ein Rindfleisch und einen Speck. Und den richten wir jetzt einmal her. Als Rindfleisch habe ich genommen ein Schulterscherzel. Das wird jetzt dazu geputzt, die ganzen Flachsen und Sehnen kommen weg. Und dann schneiden wir es zusammen, dass wir es im Fleischwolf verschieren können. So, mit den Ausschneiden bin ich fertig. Wir haben jetzt 900 Gramm Speck und wir haben 1230 Gramm Rindfleisch. Das Fleisch wird jetzt auf der 2 mm Scheibe oberverschiert. Und jetzt verschiere ich den Speck über. Jetzt stellen wir alles in den Kühlschrank rein. So, jetzt wird es interessant. Jetzt brauchen wir unsere Gewürze. Wir brauchen jetzt einmal 54 Gramm Nitritböckelsalz. Das ist ein bisschen zu viel. So, da 54 Gramm. Als nächstes brauchen wir 21 Gramm Phosphat. Ein Phosphat ist ein Kutterhilfsmittel. Und zwar früher hat man wo einen Fleischhauer gehabt, da wo man das Fleisch alles so warm gekriegt hat, und da hat das Vitamine noch drin gehabt, das Fleisch.
Jetzt, wenn es kalt ist, muss man die Vitamine zugeben. Und das ist ein Bratphosphat. Da brauchen wir 21 Gramm. Gut. Ja. Das können wir zum Salz dazu tun. So, das nächste ist die Gewürzmischung. Von der Gewürzmischung brauche ich 21 Gramm. Und als letztes braucht man noch eine Kartoffelstärke, und zwar 18 Gramm. Das sind einmal unsere Gewürze. Das, was wir nur dazu brauchen jetzt, ist das Eis, dass uns das Braten nicht zu warm wird. Und zwar 870 Gramm. So, jetzt geht es zur nächsten Maschine, zu meinem Kutter. Jetzt wird das Fleisch so lang kuttert, bis wir unsere Masse haben, die was wir brauchen. Und gleich nach den ersten 3-4 Runden kommt das Salz dazu. Dann wird es aufgekuttert auf 12-13 Grad. Vorher kommt nur ein Eis dazu. Dann wird es aufgekuttert auf 12-13 Grad. Dann kommt nur Eis dazu, auf 3-mal ist Eis. Und zum Schluss zu kommt das Gewürz rein und die Stärke. Na, dann schauen wir, ob es was wird.
haben wir nochmal einen Deckel, weil wir jetzt die Gewürze auch schon dazu da haben, dass sie da keine Gewürznester nicht bilden. So, das Brat hat jetzt 10 Grad und ist fertig. Jetzt da kann ich mir Alufolien, Alubehälter herrichten und dann füllen wir das ein. So, das sind jetzt meine Leberkäsformen. Die werden jetzt ein wenig mit einem Öl angestrichen, dass uns das Brat beim Außenbacken dann nicht dicker bleibt. Da muss man halt schauen, dass man das halbwegs ohne Luft füllt. Luftfrei füllen, wenn möglich. So da. Jetzt kommen noch die typischen Rattenmuster. Fertig sind's. Jetzt kann man so einen Ofen rein, oder einer einmal, kann einer alles auf einmal essen. Und wenn er dann fertig ist, dann zeige ich es euch. Und ich gehe jetzt meine Werkstatt wieder zusammenräumen. Und dabei ist der Leberkäse auch wahrscheinlich fertig. Ja, das war das Thema Leberkäse. Er ist gut geworden, er ist saftig, hat eine gute Krusten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und das habt ihr gesehen, wie der Leberkäse hergestellt wird. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut bei Fleisch und Wurst, die Wursterei.